Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr seht, wird es schon wieder dunkel. Das heißt, ich bin schon wieder zu spät dran. Und damit sind wir auch schon beim ersten Thema dieser Kanalneuigkeiten-Folge für den Dezember. Denn es ist Winter und, naja, wenn schon nicht meteorologisch, dann zumindest vom Sonnenstand her, soll heißen, es wird schnell dunkel. Soll heißen, wenn ich nachmittags in den Wald rauskomme, dann habe ich nur begrenzt Zeit zum Filmen. Was dann wiederum heißen soll, ich komme gerade nicht so ganz hinterher, weil mir immer das Licht weg ist, bevor ich alles erledigt habe, was ich erledigen wollte. Weshalb sich eben Upload-Termine auf Montag verschieben werden. Häufiger. Nicht immer, aber immer öfter. Jetzt mache ich nicht Werbung für dieses besagte Bier. Ich gucke mal, dass ich am Samstag wieder hinkomme. Hängt halt eben auch davon ab, wie viel ich unter der Woche zu tun habe. Und am Wochenende kann man relativ gut filmen. Auch das klappt nicht immer. Ist alles nicht so einfach gerade. Im Rahmen von ist alles nicht so einfach gerade, hätte ich noch eine Bitte. Falls jemand von euch irgendeine tolle Themenidee einfällt für das nächste Video oder die nächsten Videos, bitte her damit. Denn ich habe gerade eine Ideenfindungsstörung. Tue mich da gerade ein bisschen schwer. Ich habe ja noch die Liste, wo noch alles Mögliche draufsteht. Aber das meiste, was da draufsteht, dazu habe ich gerade keine Lust. Und habe Entscheidungsschwierigkeiten, mir von den Sachen, die da draufstehen, jetzt eine auszusuchen, die ich wirklich bearbeiten möchte. Daher, das wäre super, wenn ihr da irgendeine Idee hättet. Dann vermisse ich den Schnee. Schnee wäre langsam mal echt toll. Da liegt, ja, da hinten, man kann es sehen, im Hintergrund eine schöne umgefallene Tanne. Da muss ich mal gucken, ob ich mir da nicht noch eventuell irgendwas mopsen kann. Vielleicht ein bisschen Tannenharz oder Tannenkienspan. Wobei für Kienspan ist noch ein bisschen früh. Das ist immer gut, wenn das Holz dann noch ein bisschen länger rumliegt. Die liegt doch schon ein ganzes Weilchen, die Tanne. Frag mich, wann die mal jemand abholt. Wenn das nämlich nicht bald passiert, braucht man sie nicht mehr abholen. Na, vielleicht ist das auch der Plan. Müsste man mal den Kollegen fragen, der hier zuständig ist. Eieiei. Übrigens, dass ich jetzt hier beim Laufen labere, liegt nicht daran, dass ich das so unbedingt so furchtbar gerne mache, sondern einfach daran, dass ich ja A in den Wald muss und B es gleich schon wieder dunkel wird und ich schlicht und ergreifend gar keine Zeit habe, das anders zu machen, als beim Laufen zu labern. Ist das ein Stress in der Vorweihnachtszeit? Heieiei. Bezüglich Weihnachten, da bin ich gefragt worden, das rechtfertigt nicht ein einzelnes Video, inwiefern denn mit erhöhter Försterpräsenz als Weihnachtsbaumwache zu rechnen ist. Also zum Beispiel, ne, sowas hier, der sieht ja eigentlich ganz gut aus, den darf man natürlich nicht einfach mitnehmen. Ist mit erhöhter Försterpräsenz zu rechnen. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen beim einen oder anderen Kollegen, dass die da ein bisschen besser drauf schauen und insbesondere dann mal ein bisschen nachgucken gehen, wenn irgendwelche Autos in Waldnähe parken, die dafür gewöhnlich nicht parken. Gerade an Orten, wo gar kein großartiger Wanderweg ist oder sowas, dann geht man da schon nochmal nachgucken. Das kann ich gut verstehen, wenn das der Kollege tut. Würde ich auch tun. Denn ihr müsst mal sehen, so einen jungen Baum da klauen, das ist ja nicht so, dass man sich dann denkt, ach, der ist eh nicht viel wert. So ein junger Baum macht ja nichts. Doch, der ist viel wert, weil den hat man möglicherweise gepflanzt. Gerade bei Tanne ist das ganz oft so. Und hatte da relativ hohe Pflanzkosten und eventuell auch noch vielleicht Düngungskosten, vielleicht hat man noch ein bisschen den Boden vorbereitet, vielleicht hat man noch ein bisschen den Unterwuchs weggehackt. Damit sind die Kosten für so ein Bäumchen relativ hoch. Und
dann, wenn man schon viel Geld investiert, will man natürlich auch, dass der Baum dann irgendwann groß wird und man dann auch viel Geld mit verdient und nicht nichts. Und so gesehen kann es passieren, dass wenn ihr einen Weihnachtsbaum klaut, euch die potenziellen Kosten für das, was der Baum mal geworden wäre, angerechnet werden. Je nach Berechnungsverfahren ist das nämlich rechtlich gesehen möglich. Also quasi per Schadensersatz. Heißt, das wäre ein Zukunftsbaum geworden. Das heißt, ihr dürft jetzt die gesamte 40 Meter Tanne bezahlen. Das kann passieren. Je nachdem, wie gut der entsprechende Förster rechtlich sich mit solchen Dingen auskennt. Und das wird teuer. Also so eine ganze 40 Meter Tanne. Dann insbesondere in einer Gegend, in der Tannen selten sind. Da kann man schon ordentlich Geld für ausgeben. Also 500 sind da locker teuer drin. Also an Schadensersatz. Allein der Schadensersatz, dass das Ganze dann auch noch streng genommen Diebstahl ist, mal noch gar nicht mitgerechnet. Da kann dann noch entsprechend zusätzlich zum Schadensersatz entsprechend noch eine Geldstrafe dazukommen. Theoretisch möglicherweise auch eine Freiheitsstrafe. Aber jetzt bleiben wir mal mit der Kirche im Dorf. Es geht ja um einen Baum, einen kleinen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, es gehört sich einfach nicht. Der Baum gehört jemand. Sprich, kauft euch gefälligst selber auch einen Weihnachtsbaum. Oder fragt den örtlichen Förster mal wieder, ob der euch irgendwo nicht vielleicht doch, wenn er sowieso irgendwo durchforsten muss, das ein oder andere Weihnachtsbäumchen zur Seite legen kann. Weil das geht natürlich auch, gerade in so dicht stehenden Tannenverjüngungsflächen. Da muss dann irgendwann mal die ein oder andere weg. Und die geben dann einen sehr guten Weihnachtsbaum ab. Ganz oft werden sie dann sowieso als Weihnachtsbaum verkauft. In dem Fall werdet ihr sie nicht gratis bekommen. Aber vielleicht, wenn ihr rechtzeitig anfragt, könnt ihr euch das Ding unter Umständen sogar selber wegsägen. Je nachdem, wie der Förster drauf ist und wo ihr euch befindet. Das zum Thema Weihnachtsbäumchen aus dem Wald. Jawohl. Ja, und dann hätte ich noch ein persönliches, dringendes Anliegen, nämlich ich wollte mich nochmal explizit für Lobeshymnen-Mails bedanken, die ich mittlerweile auch ab und zu mal bekomme. Ich denke mir dann immer, oh, das ist ja nett, das ist ja toll, da freue ich mich. Da schreibe ich was Ausführliches zurück. Und das Blöde ist, bis ich dann mal Zeit finde, was Ausführliches zurückschreiben, habe ich noch 1000 andere Mails gekriegt. Gefühlt, ganz so schlimm ist es nicht, aber doch einige. Und dann vergesse ich es irgendwann. Und ich weiß leider auch gar nicht mehr so genau und kann es gar nicht mehr so genau nachvollziehen, wie viele Lobeshymnen-Mails ich schon verpasst habe, darauf zu antworten. Daher wollte ich jetzt nochmal sicherheitshalber einfach hier nochmal ganz herzlich Danke sagen. Lesen tue ich die Dinger natürlich. Und im Prinzip könnte ich auch sofort ein Oh, vielen Dank zurückschreiben. Aber das Problem ist halt echt, ich möchte mich dann schon ausführlich bedanken. Und dafür bräuchte ich dann Zeit. Das kann ich dann meistens nicht sofort. Und dann vergesse ich es. Und das ist schlecht. Und deshalb fühle ich mich scheiße. Und daher ein dickes, fettes Sorry, wenn ich euch mal übersehen haben sollte. Obwohl ihr euch die Mühe macht, mir eine recht ausführliche Mail zu schreiben, in der ihr mir sagt, was ihr von mir haltet. Positives. Ich habe noch keine Mecker-Mail bekommen. Also keine Mail mit, boah, du bist scheiße. Das noch nicht. Das kommt vielleicht auch nochmal irgendwann. Aber dafür bedanke ich mich ja nicht. So. Also das wäre mir jetzt einfach nur nochmal ein Anliegen. Dass ihr wisst, ich freue mich da wirklich tierisch drüber. Und ich hoffe, die meisten habe ich auch beantwortet. Aber ich glaube, ein oder zwei oder drei oder vielleicht auch vier habe ich mal vergessen. Schlecht. Schlecht. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das gleiche gilt für Kommentare. Da gibt es auch teilweise Kommentare, die sind so lang und so ausführlich, dass ich normalerweise der Meinung bin, oh ja, da muss ich jetzt eine lange, ausführliche Antwort runterschreiben. Was ich bisher auch eigentlich fast immer so gemacht habe. Aber dann auch mir denke, oh ja, den kommentierst du dann später. Und ihr müsst wissen, wenn ihr nicht selber großartig euch jetzt mit YouTube auskennt, man bekommt da immer rechts oben ist diese komische Glocke. Da drückt man drauf beim Interface.
Und dann kommt da so eine Liste runter mit Interaktionen auf dem eigenen Kanal bzw. Antworten auf eigene Kommentare. Und diese Liste ist bei mir inzwischen doch ziemlich lang. Und das Blöde ist, wenn man da was anklickt, um dann den ganzen Kommentar zu sehen, und dann nicht direkt darauf antwortet, sondern es einfach nur mal durchliest und das Ding dann wieder zuklappt und wegklickt, dann ist es weg. Dann wird das nicht mehr als neu markiert und dann muss ich irgendwann, selbst wenn ich mich erinnere, dass da noch ein Haufen Kommentare waren, zu denen ich auch noch was schreiben wollte, muss ich sämtliche Kommentare, auch die, die ich korrekt kommentiert habe, nochmal durchgucken, um denjenigen zu finden, den ich nicht kommentiert habe. Das heißt, das ist dann auch schon wieder schwierig und da habe ich garantiert das eine oder andere mal vergessen. Und ich glaube, ich habe hier und da auch mal fast schon ein ganzes Video vergessen zu kommentieren. Auch das ist schon mal vorgekommen. Auch da wollte ich mich nochmal explizit für entschuldigen. Das soll eigentlich nicht. Dass ich dann gelegentlich mal Kommentare, die keine Frage oder keinen unglaublich guten Gag oder ja, jetzt nichts so elementar Wichtiges, wo ich jetzt unbedingt darauf antworten muss, enthalten, dass ich da nicht immer was zurückschreibe, damit kommt ihr hoffentlich Leben, weil das schaffe ich einfach nicht. Was nicht heißen soll, dass ich solche Kommentare nicht mag oder nicht zur Kenntnis nehme oder nicht lese. Also lesen tue ich wirklich mit absolut alles. Also das ist überhaupt kein Problem, das schaffe ich auch gut. Jawohl, ja. Aber wenn es dann halt nur so ein, ja, so einen Rucksack von mir aus habe ich auch, finde den auch gut, dann könnt ihr natürlich drunter schreiben, ja prima, das freut mich, dass wir einer Meinung sind. Das mache ich auch oft, aber manchmal auch nicht. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Das ist jetzt nicht so elementar wichtig, dass ich also was beantworte. Ah, das klingt jetzt schon wieder irgendwie böse. Naja. Was soll man machen? Ja, dann Zukunftsaussichten. Vielleicht noch kurz angesprochen, was habe ich in nächster Zeit vor. Wenn endlich mal der Schnee kommt, dann möchte ich so ein bisschen schneespezifisches Zeug ein bisschen machen. Dann nach Weihnachten habe ich dann noch ein paar mehr Produkte möglicherweise, zu denen ich was erzählen möchte. Nur ein bisschen Kleinkram, also jetzt nichts Weltbewegendes. Gute Vorsätze fürs neue Jahr bezüglich hier meinem Kanal? Keine. Alles so lassen, wie es ist. Denn das ist so das Häufigste, was ich an Verbesserungsvorschlägen in den Kommentaren höre. Entweder bleib wie du bist oder mach so weiter und veränder bloß nichts. Also lauter so Zeug. Nur, dass ich heute teilweise häufiger immer noch in die Kamera gucken soll. Aber ich glaube, das ist besser geworden. Ein bisschen zumindest. Beziehungsweise die Meckerer haben aufgehört zu meckern, weil sie es aufgegeben haben. Also eins von beiden. Ja, sonst habe ich fast die 200.000 Aufrufe zusammen. Das freut mich schon, zumal der ein oder andere Kanal mit meinen Abo-Zahlen nochmal ein ganz Stück weniger Aufrufe hat. Zu irgendwas ist es halt gut, wenn man wirklich viele Videos dreht. Dieses Lob darf ich jetzt, glaube ich, mir selber mal an den Hut stecken. Denn es sind ja wirklich relativ viele. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel ich habe, aber die 200 dürften bald voll sein. Ja. Nö, aber es macht auf jeden Fall noch Spaß, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen Themenfindungsprobleme habe. Deshalb eben nochmal die Bitte, wenn ihr noch irgendeine Frage oder irgendeine Idee für ein schönes Video habt, vielleicht auch, wenn ich eure Idee überall übersehen habe, falls das eben ein Kommentar war, den ich nicht mitbekommen habe, das kann gut auch sein. Kann auch gut sein, also auch dann ruhig nochmal darauf hinweisen, also ich habe es bestimmt nicht absichtlich übersehen, das definitiv nicht. Ja, so viel zum Kanal-Update und jetzt mache ich mir mal irgendwas an, was brennt und Licht erzeugt und dann machen wir noch ein Video, weil das kann ja nicht angehen hier, dass dauernd dunkel ist, dann machen wir halt Licht, so, Feuer, yeah, bis später, macht's gut.